Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, ihr kommt rein, inshallah. Heute ist der erste Shawwal und das ist einer der wenigen Tage, wo es verboten ist zu fasten. Streng verboten zu fasten, weil das der Yawm al-Eid ist. Und sowohl am Tag von Yawm al-Eid, al-Fitr, als auch Eid al-Adha, Schlachtfest, ist es verboten zu fasten. Es gibt noch einige andere Tage, aber das wollte ich erstmal hier gesagt haben. Streng verboten zu fasten an diesen zwei Tagen. Die größte Sorge, die man sich machen sollte als Muslim, nachdem man 30 Tage in einer Ibadah sich befunden hat, einen gewissen Rhythmus reinbekommen hat ins Leben, ist, dass diese Tat nicht akzeptiert wurde. Dass man davon nur Hunger und Durst hatte und dass sie von Allah nicht angenommen wurde. Und die Sahaba pflegten 6 Monate nach dem Ramadan Dua zu machen, dass Allah ihr Fasten akzeptiert und ihr Stehen akzeptiert. Ihren Ramadan sozusagen akzeptiert. Denn der Ramadan ist nicht nur Fasten, wie ihr gemerkt habt. Und 6 Monate vor dem Ramadan machten sie Dua, dass sie den Ramadan erreichen. So wichtig war das. Wir sind nun, gestern noch, haben wir uns jetzt ungefähr um die Uhrzeit fertig gemacht, um das Fasten zu brechen. Heute ist genau 24 Stunden später. Eines der Zeichen, dass das Fasten akzeptiert wurde, ist, dass man der guten Tat, oder dass allgemein eine gute Tat akzeptiert wurde, ist, dass man der guten Tat eine gute Tat folgen lässt. Und deswegen müssen wir uns fragen, haben wir heute die Gebete gebetet? Möge Allah uns mehr Energie geben. Haben wir heute gute Taten gemacht? Und eine besonders gute Tat im Shawwal, in diesem Mondmonat, im 10. Mondmonat, Shawwal, ist es, 6 Tage von Shawwal zu fasten. Der Prophet a.s.w. sagte, Man sama Ramadana, thumma atba'hu sitten min Shawwal, kana ka siyami dahr. Wer den Ramadan fastet und ihm dann 6 Tage von Shawwal folgen lässt, so ist es, als wenn er Dahr gefastet hätte. Dahr ist eigentlich so wie eine lange Zeit, eine Ewigkeit. Aber man interpretiert das hier auch als ein Jahr. Als wenn man das ganze Jahr gefastet hätte. Weil jedes Hasana multipliziert wird mit 10. Ja, du hast 30 Tage gefastet, 300, dann nochmal 6, 63, das wird gesagt. Aber Fakt ist, es ist eine gewaltige Tat. Und was ist die Weisheit davon, von diesen Tagen? Sheikh Uthaymin wurde gefragt, Ma hikmatu min siyam sit min shawwal? Was ist die Weisheit von den 6 Tagen von Shawwal? Al hikmatu min siyam sit min shawwal hiya al hikmatu fi baqiyati an-nawafil lati shara'aha Allahu li ibadihi litukammila biha al-fara'id. Die Weisheit davon, von den 6 Tagen von Shawwal, ist wie bei der Weisheit der anderen freiwilligen Taten, die Allah legisliert hat für seine Diener, um damit die Pflichttaten zu vervollständigen. فَإِنَّ السِّيَامِ سِتَّ أَيَّامِ مِنْ شَوَالِ بِمَنْزِلَةِ رَاتِبَ لِلصَّلَاةِ أَلَتِي تَكُونُ بَعْدَهَا. Also ist das die 6 Tage von Shawwal haben die Bedeutung, haben die Stufe wie die Ratiba nach den Pflichtgebeten. Das heißt, du hast ein Pflichtgebet gebetet, zum Beispiel das Dhuhr-Gebet, und dann gibt es 2 Rakat danach, die Sunna sind. Du hast das Pflichtgebet, das Maghrib-Gebet gebetet, da gibt es 2 Rakat, die Sunna sind, um eventuellen Naqs, Mangel, zum Beispiel von Aufmerksamkeit, zu vervollständigen. Ja, dann sagt er hier, liyukmila biha ma hasara min naqsin fil farida, um das also zu vervollständigen, was an Mangel in der Farida, in der Pflicht,
vorgekommen ist. Jetzt ist die Frage, betet man, muss man diese Tage direkt hintereinander fasten? Oder kann ich an einem Tag fasten, an einem Tag nicht fasten? Die Antwort ist, und das wird auch Shirothemi gefragt, Siyamu Sitmin Shawwal, Takunu Mutatabi'at und Mutafarriqat. Also müssen die direkt hintereinander sein? Heißt es also 6 Tage hintereinander? Oder kann man die auseinandergesetzt fasten? Da sagt er, also insgesamt sagt er, das ist egal. Warum? Weil der Hadith sagt nicht, der muss die hintereinander fassen oder der muss die auseinander fassen. Das wird offen gelassen. Und deswegen, Hauptsache, sind 6 Tage von Shawwal. Dann die nächste Frage ist, die sich stellt, was ist, wenn ich noch Tage nachzufasten habe? Zum Beispiel eine Frau hat ihre Periode gehabt. Muss sie die Tage zuerst nachfasten oder kann sie erstmal die Tage von Shawwal fasten? Die stärkste Meinung ist, dass sie erst die Tage nachfasten muss, weil der Hadith sagt ja, man sama Ramadan, wer Ramadan gefastet hat. Wenn dir aber noch Tage von Ramadan fehlen, weil du zum Beispiel krank warst oder auf der Reise warst oder eine Periode hast, dann hast du den Ramadan ja noch nicht vervollständigt. Deswegen musst du erstmal den Ramadan vervollständigen. Das ist auch das, was Sheikh Hussein Uthaymin rahimahullah hier sagt. وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء سم القضاء أولا ثم سم 6 أيام من شوال وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له أجر بنيته. Ja? Und wenn er diese Tage an einem Montag oder Donnerstag, also er sagt hier, und deswegen sagen wir, wer noch Tage nachzuholen hat, fasste erstmal die Tage nach, und dann fasst er die 6 Tage von Shawwal. Und wenn die übereinstimmen, die 6 Tage, mit Montagsfasten und Donnerstagsfasten, kriegt er den Lohn für seine Absicht. Ajru ayyam sit, also den Lohn für die 6 Tage. Wa ajrul ithnain wal khamis. Und ajrul ithnain wal khamis. Und den Lohn für Montags und Donnerstags zu fasten, weil Montags und Donnerstags zu fasten auch Sunnah ist. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Die Taten sind entsprechende Absichten und jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Wie gesagt, das wollte ich nur gesagt haben. Lass uns das nicht vernachlässigen. 6 Tage, das ist ein Zeichen, dass unser Ramadan auch akzeptiert wurde. Und das ist was? Das ist dazu da, um den Mangel, den wir vielleicht im Ramadan hatten, vielleicht mal was Schlechtes gesagt, vielleicht mal geschimpft, vielleicht sich nicht so verhalten, wie man sich verhalten sollte, um das zu vervollständigen. Möge Allah uns Erfolg dabei geben. Ich wünsche euch das, meine lieben Geschwister. Und inshallah geht es weiter. Das Imperium schlägt zurück.